aus Tübingen, unser Klaus Birk. Ist es schön hier, du kommst daher, der Bodensee, wunderbar, du kommst hier rein, eine Wahnsinnsstimmung. Du guckst in den Saal und was siehst du? Badener. Moment, ich war mit meinem Satz noch gar nicht fertig. Badener, Württemberger, Schwaben und Menschen. Nein, wir sind jetzt nicht besser, weil ich Badener gesagt habe, es ist immer so, dass man die Leute, die von Geburt an eher benachteiligt sind, bei der Begrüßung zuerst nennt. Guck mal, zack. Nein, das ist mein Ernst. Guck mal, man kommt ja auch raus und sagt, guten Abend, meine Damen und Herren. Ist genau so. Nein, aber das wollte ich ja gar nicht sagen. Ich wollte was ganz anderes erzählen. Ihr Lieben, ich habe vor kurzem Zeitung gelesen in Stuttgart, da sind Sachen drin gestanden, das konnte ich überhaupt nicht glauben, ist alles wirklich passiert. Da steht drin, dreimal gelesen, Straßenbahn falsch abgebogen. Schon mal erlebt? Ich habe gar nicht gewusst, dass es geht. Der ist falsch abgebogen, ich habe mir so vorgestellt, wenn der weiterfährt, der ist dann irgendwo kurz vor Ulm und merkt, hey, da sind ja gar keine Schienen mehr. Vor allem, wenn du mal falsch abbogen bist mit der Straßenbahn, erstens ist es gefährlich und wenden kannst du auch nicht. Jetzt gibt es da ein Heft, das steht drin, im Notfall müsstet ihr an der nächsten Haltestelle halten und müsstet alle Leute aussteigen lassen, egal wer da drin sitzt. Jetzt habe ich mir das praktisch vorgestellt, überleg mal, du kommst jetzt eine halbe Stunde spät heim, deine Frau fragt dich, sag mal, wieso kommst du jetzt erst? Und du sagst, Schatz, tut mir leid, die Straßenbahn ist falsch abbogen. Du kommst manchmal in Situationen, gell? Also toll, ich habe das meinem Freund erzählt, sagt, ja, das ist eine schöne Geschichte, also folgendes, ein Ehepaar, ja, die haben Hochzeitstag und sie machen aus, sie kochen abends zusammen Französisch und einigen sich drauf Schnecke. Er geht also in die Stadt und kauft Schnecke, ganze Tüte voll, kommt aus dem Laden raus und trifft einen Freund und der Freund sagt, hey, wie sieht's aus, trinken wir ein Bier zusammen. Sagt er, du, ich kann nicht, ich habe Hochzeitstag, sagt er, komm, euer Bier ist kein Bier. Gut, dann sagt er, gut, kein Bier kann ich mal trinken. Da trinkt er also kein Bier, dann nochmal kein Bier und dann zum dritten Mal kein Bier. Da guckt er auf die Uhr und verschrickt es tot und merkt, auf einmal ist 8:30. Am 7. wollte er daheim sein. Denkt, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Geht schnell heim. Er wohnt oben im ersten Stock, er geht die Treppe und auf einmal fällt es ihm ein. Er nimmt die ganze Schnecke raus, setzt sie auf die oberste Stufe, klingelt, die Frau macht auf und er sagt zu den Schnecke, auf, noch eine Stufe, dann haben wir es geschafft. Okay, also. Na gut, nicht jeder hat so viel Glück. Ich weiß nicht, ob einer hier drin sich hat schon von seiner Frau trennen müssen. Ja, stand auch wieder in der Zeitung. Tolle Anmerkung, gell? Also, die haben sich scheiden lassen und sie war Schwäbin. Sie hat das Haus gekriegt und hat gesagt, er darf aber weiter noch da wohnen, aber nicht im Haus, sondern im Keller. Dann haben sie sich gefragt, warum sie das gemacht hat. Sie hat gesagt, wisst ihr, also. Wegschmeißen wollte ich nicht, ja, vielleicht kann man ja später noch mal brauchen. Und jetzt sind wir mitten im Thema, ja, also wenn du heute Müll loswerden willst, was machst du? Du stellst ihn entweder wie sie in den Keller oder du machst Mülltrennung, damit du nachher Recycling machen kannst. Verstehst du? Da kann man Sachen wie neu draus machen, das ist das Wunderbare, das sieht aus wie neu. Also das beste Beispiel für Recycling ist für mich die neue Bundesregierung. Schon mal angeguckt, wer da alles drin ist. Ich habe immer gedacht, ich hätte sie vor 4 Jahren weggeschmissen, jetzt dürfen die wieder mitmachen. Mir ist vorgekommen, wie Handy da ein neues Auto baut, gell? Also ein altes, neues baut. Gut, die alte Hub ist immer noch vorne. Und dann haben die ein volles Recycling aus dem Kindersitz gemacht, in die Stoßstrang draus gemacht, quasi zur Verteidigung vorne und hinten, verstehst du? Ja. Apropos von der Leyen, die hat ja gesagt, sie will jetzt als Verteidigungsministerin von der Holm aus schaffen. Ich habe mir überlegt, wie machst du denn das? Früher hat man die Demokratie und die Freiheit am Hindukusch verteidigt und die macht das von der Heim aus. Die bestellte Taliban heim. Bis 16 Uhr war mal auf, ich habe gerade keine Zeit, ich muss auf meine 7 Kinder aufpassen. Kaum konnte er zu dir rein, sagt er, jetzt putzt du erst mal, dann kannst du ja mein Zeug bügeln, dann hilfst du mir beim Abwaschen, dann kochen wir zusammen. Wenn er dann sein Pulver immer noch nicht verschossen hat, gell, dann kann er noch mit den Kindern im Sandkasten spielen.
du, und dann sagt die zu dem, so Kerle, wird dir jetzt mal klar, dass es besser ist, du tätst daheim deiner Frau helfen, als draußen Blödsinn machen. Das habe ich erkannt, als ich ein paar Tage später, nachdem ich das gelesen habe, in einer Toilette gestanden bin und da war an der Wand war so eine Aufschrift, da ist drauf gestanden, ja, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, gezeichnet von der Leyen. Das war durchgestrichen mit Bleistift, drunter ist gestanden, stell dir vor, es geht und keiner kriegt es hin, gezeichnet VfB Stuttgart.